Dieses neue Star Wars Game sieht absolut geil aus. Und zwar wurde vor ein paar Stunden ein Trailer veröffentlicht zu einem Star Wars Game, das Neues, und zwar zu Star Wars Eclipse, und das spielt zu Zeiten der High Republic, also circa 200 Jahre vor Star Wars Die Dunkle Bedrohung, und es sieht absolut geil aus. So, aber es ist schwer zu sagen, was uns erwartet, denn es ist ein Cinematic Trailer und man sieht kein wirkliches Gameplay. So, was sehen wir denn? Wir sehen große Welten, wir sehen Lichtschwertduelle und wir sehen Raumschlachten. Und wir sehen ein bekanntes Gesicht, und zwar Yoda. Ich meine, das ist auch klar, das spielt ja auch nur 200 Jahre vor Star Wars Die Dunkle Bedrohung, und da existiert er ja schon. Und er ist ja auch ein sehr wichtiger Jedi, und deswegen, klar, spielt er dann da auch mit, was ich echt cool finde. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass sich der Trailer stark wie Star Wars The Old Republic anfühlt. Ich denke, das ist auch gewollt, weil das ja früher auch bei den Fans sehr beliebt war und die Fans dann ein bisschen angepisst waren, als es für unkanonisch erklärt worden ist. Und Star Wars Eclipse könnte dann als eine Art Wiedergutmachung dienen, und das wäre ja auch ganz schön so. Falls euch noch interessiert, was die schlimmsten Kriegsverbrechen der Jedi waren, dann könnt ihr euch das jetzt gerne anschauen. Josh out.